Was ist, wenn ich dir ein Prozent mehr gebe? Oh shit. Prozent jetzt echt so viel aus da. Dann will ich mal bis hier hinkommen. Ich bin jetzt verrückt und mache mal noch eins mehr. Oh, das wird spaßig. Dann wäre ich hier. Aber hier glitsche ich wieder rein. Rechtskurve mehr als zwei würde ich nicht machen, denn da musst du mit den schweren Zügen lang. Ah, du hast recht. Ah, nee, scheiße, Kurvenrad, das wollte ich jetzt nicht. Also, zwei. Bis hier und eine Kurve. Kurvenradius. 6. Sieht bestimmt ganz toll aus da hinten dann. Warum sehe ich hier wieder nichts? Ach, das ist doch jetzt doof hier. Ich habe das mal fast schon irgendwie. Ob da so rüber. Ist ein bisschen hoch hier. Okay. Ich garantiere euch eins. Jetzt, wenn ich das abreißt mehr, wird es mich runterschmeißen. Oh, das Bäume machen weg. Die nerven mich. Geht's weg. Oh, bin ich jetzt zu weit oben zum Abreißen oder was? Ah, Mann. Nee, doch nicht. Und tschüss. Okay. Einmal abreißen. Ich hab's so gewusst. war das schon ab da? Toll, jetzt habe ich auf der anderen Seite wieder nach oben. Ah ja. Oh, das wird dann so geil, wenn wir dann hier fahren dürfen. Ah, und dahin? Na, da wird's flach. Okay. Gut. Nee, die Schienen. Ups. Brücken, das da. Immer nur. So auch weniger Grad. Zwei. Das ist ein Traum zum Bauen, muss ich schon sagen. Also, ich bin begeistert. Jetzt hänge ich die Sperre drin, ja. Kurvenradius. Hallo, kann ich dich mal bitte anständig ziehen? Noch weiter von. Oh, glitch jetzt nicht so. Noch weiter von hinten. Gut. Bitte reiß mal jetzt nicht die ganze Brücke ab. Ja. Kein Kommentar.
Nein. Aber wir können jetzt gleich schon mal. Wisst ihr, was machen wir mit Stahl? Kann ich das einfach anknüpfen? Hallo? Okay. Finde das Spiel jetzt nicht so geil. Dann machen wir halt mit Holz weiter. Mir egal. Wow. Ich bin doch nur so ein. Ach, weil er da unten seinen Fokus hat. Boah, wie dämlich. Bei 8 hier. Alter. So. Ey, so kann ich nicht bauen. Das heißt. Ich muss hier ständig auf den Boden gucken. Sondern auf gut Glück bauen. Alter, nö, oder? Jetzt soweit, oder? Ja, wir sind schon vorbei, wo wir eigentlich hin wollten. Moment. So. Komm mal, mit der Steigung wieder runter. Ich glaube, es wird ja nicht wieder höher hier. Gehen wir mal auf 0. Kannst du bitte mal die Kurve hier machen? So. Ah, I see. Aber mach mal die Kurve jetzt bitte. Übersteigen für die Engstelle. Okay, also die Brücke geht jetzt mal bis hier hin. Ja, ich schau mir das jetzt mal kurz an. Also, auf der Karte. Eigentlich immer geradeaus. Eigentlich wäre es cool, wenn wir hier zwischendurch fahren würden. Mal angenommen, das Gleis geht hier so lang. Jetzt hier mal kurz nach oben. Oder geht es hier nach unten? Da brauche ich doch keine Brücke mehr. Dann runter. Hä? Warum muss ich jetzt da noch höher? Es sieht so aus, als könnte ich jetzt hier einfach locker flockig dann runter. Hinten ist der Abhang. Gut, gehen wir weiter nach vorne. Gucken wir mal. Also bis jetzt super Terrain, gefällt mir, nicht schwierig. Ja, also da würde ich jetzt auf dem Boden fahren. Darf ich jetzt noch richtig? Ja. Schon. Weißt du das? Den Abhang hier? Aber da will ich ja dann. Will ich ja eher runter. Also, wieso soll ich denn da noch höher? Da hinten. Da hinten ist dann das. Ja, da kann ich mich doch dann so runterschlängeln. Also hier da so lang. Hätte ich jetzt mal gedacht.
Und der wird weiter unten noch steiler. Ja, aber dann runter und eine Tür. Ich probier's jetzt einfach mal. Geh mal wieder zurück zur Brücke. Also ich würde hier noch flach kommen und dann einfach so seitlich dann runter. Also teleportieren oder super schnell laufen wäre noch geil. Oder fliegen zum Gucken. Oh ja, gut. Das war da wieder cheaten. Also rein aus dem Optischen hätte ich glaube ich irgendwie schon gern die Loki auch hier so durchfährt. Es wird einfach geil ausschauen. Also nur zwecks, auch wenn es vielleicht bereuen wäre, aber rein zwecks der Optik will ich, dass da die Schienen durchgehen. Das heißt, mal jung, das hier tun wir wieder abreißen. Würde ich hier wieder runterkommen. So ungefähr. Ja, machen wir es mal ab da. Steigung mit zwei runter. Steinmauern. Also als Fundament oder wie meinst du jetzt? So, jetzt müssen wir kurz orientieren. Ich glaube, da hätte ich schon früher runter müssen. So. Also trotzdem so. Kurven runtergehen müssen. So, das mit den Steinen zu. Warte mal, Steinmauer. Was ist denn jetzt das? Ach so. I see. Okay. Das sieht cool aus. Und wieder abreißen. Soll man das ab der Geraden machen? So irgendwie ab hier? Wird aber ab hier vermutlich schon geil ausschauen. Oder da, wo wir hier das schon fast berühren. Machen wir es ab da und fahren dann da die Kurve mit der Steinmauer. So. Ja, habe ich jetzt. Variable, konstant, Variable, haben wir Variable. Kann ich das jetzt hier so ransnappen?
Das geht. Ofenradius. Achso, ich muss jetzt mal wieder locken hier. Nochmal 25. Wir gehen. Da. Na komm. Mal kurz gucken. Das. Jetzt haben wir hier mal Grori. Was ist denn da? Hier ist an der Seite. Das sieht echt schön aus. Mir gefällt. Oh ja. Aber das mit dem Bauen des Liebe Devs, überlegt euch da nochmal was. Neide ich dich jetzt da? Ja, okay, da muss ich vorher schon in die Kurve rein. Machen wir es mal ab da. Ja, also das mit dem Raufkommen jetzt, ist jetzt dadurch doof. Das ist echt dämlich. Ja, doch. Kann ich eigentlich gerade schon mal die Bäume hier wegmachen? Grundsätzlich würde ich das eigentlich erst zum Schluss machen mit den Bäumen. Eben, weil man es immer so oft neu baut. Aber ich will jetzt das mal hier so sehen. Ich bin mal gespannt, was da mit Mod-Support und so weiter noch kommt. Von der Community her. Nein, oder? Okay. Verschwindet's, ich will sehen, wo ich hier bin. Okay. Variable, ob hier. Ups, jetzt war's falsch. Und mit zwei nach unten. Und das wäre mal geil, wenn ich auf die Sachen draufsteigen könnte, wenn ich sie gerade baue. Hä, was hat er denn? Come on, lass mich darauf. So, danke. Warte am Rand ist, du kannst die Eisnische zu den Farbenindustrien noch durchlegen. Zweimal nach unten. Ah, ein bisschen andere Richtung. So.
So, warte mal, jetzt hier mal wieder geraut. Und brauchen dann hier wieder eine Kurve. Das Gefühl, wir kommen hier nicht runter. Hier tun wir wieder schneiden. Okay, spätestens hier mit Kurven arbeiten. Sieht das jetzt eigentlich soweit richtig aus? Ich denke, das sieht okay aus. Hat mit einer Kurve drin. Okay. was machst du hier? Gut, dann machen wir jetzt hier mal 22. Na komm, sieh's richtig. Eigentlich hier wieder grad fahren. Hoffe ich mal. Okay, wo sind wir jetzt? Touchieren wir den Berg. Wir müssen eigentlich in die Richtung. Aber das ist jetzt Blödsinn hier. Müsste ungefähr so gerade weiterfahren. So. Gut, und jetzt. Ich probiere es einmal. Kann ich es von da unten ansnappen? Nö, findet das Spiel voll doof. Okay. Kann hier nicht mehr raufglitschen. Ob man da bitte auf Holz wechseln sollten? Variabel. Mit 2 nach unten. Es wäre so was Schönes, wenn ich da oben stehen könnte. Ja, einfach so weit vor, wie es gerade geht. Nur mal zu gucken. Ah, komm her, Brücke. Also. Machen wir bis hier hin. Und dann eine Kurve. Was machst du?
langsam Bodenkontakt. Nice. Gehen wir mal bis nach da vorne. Genau bis dahin. Ja, also ich würde sagen, da geht's nach unten. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Wir sind da und da hinten ist die Schmelzhütte. Würde ich auf der linken Bergseite jetzt irgendwie so runter. Mal ein bisschen gucken. Ach, da hinten. Okay. Wir sind viel zu hoch. Also ich glaube, wir werden hier so entlang immer runter. Und vermutlich müssen wir dann Serpentin da hinten machen. Aber wir sehen schon mal das Ziel. Immerhin. Es wäre so schön, wenn ich hier rauf könnte. Das ist eine... Oi, nee, warte mal, das gleiche bei mit der Holzbrücke. Haben wir doch nicht mit Stahl machen? Wieder von unten... alles bauen ist einfach dämlich. Bis sie hier bist auch kommen, okay. So, kann ich... komm, lass mich darauf glitschen. Verdammt. So ein Wurfhaken wäre jetzt super. So wie ein Fahrgeschwein. Einfach mal hochziehen. Gerade wegen am Bauen. Ja, das ist jetzt... Also ab hier keine Ahnung. Okay. Ja dann. Mal schauen, vielleicht finden wir eine Lösung gemeinsam. Ach ja, so eine Wanderung ist doch schön. Schaut ja eigentlich auch Eisenbahnromantik. Das ist eine meiner Lieblingssendungen. Hört, dass der Hagen von Outloft das nicht mehr macht. Würde ich noch gerne mal selber treffen. Das wäre was. Yay! Wir sind da. Und wieder zurück. Ja, morgen geht's mal wieder ins Lokorama. Das ist Eisenbahnverein, wo ich bin. Da werden mal wieder die Loks gepflegt und die Gartenbahn. Ich freue mich. Ich brauchte mal unbedingt zum Mitspielen da. Oh, scheiße. Das Silt aus... mach mal den Baum weg. Geh weg. Geh weg. Kann ich da trotzdem ein bisschen touchieren mit den Schienen? Ja, ich denke schon. Oder soll das gleich schön machen? Ne, ich lasse das erstmal. Ich bin erstmal nach unten kommen, bevor ich hier irgendwelche Sachen schön mache.